Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, in wenigen Tagen dürfen wir wieder Weihnachten feiern. Ein Fest, bei dem es um Besinnlichkeit, um Gemeinschaft, um Familie und Dankbarkeit geht. Ich bin überzeugt, dass gerade in den heutigen Zeiten liebevolle Gemeinschaften, ob in der Familie oder im engen Freundeskreis, enorm wichtig sind. Auch dieses Jahr waren wir als Ihre Kreisverwaltung vielfältig aktiv, in dem Bemühen, alle Aufgaben und Herausforderungen bürgerfreundlich zu meistern und unseren schönen Landkreis positiv zu gestalten. Was wir dafür im vergangenen Jahr ansatzweise getan haben, das verrate ich Ihnen gerne in einem kleinen Rückblick auf die vergangenen 12 Monate. Beispielsweise haben wir trotz knapper finanzieller Mittel wiederum kräftig in die Modernisierung unserer Schulen investiert. Besondere Schwerpunkte bildeten dieses Jahr die IGS in Kandel, wo gerade die letzte Bauphase gestartet ist, die Karl-Benz-Gesamtschule in Wörth, deren umfassende Generalsanierung in diesem Jahr sogar abgeschlossen werden konnte, und an der berufsbildenden Schule in Wörth sowie an der Geschwister-Scholl-Realschule Plus in Germersheim haben umfassende Renovierungsarbeiten gerade erst begonnen. Beim erstmals durchgeführten Schüler-Klimagipfel konnten sich Schülerinnen und Schüler aller weiterführenden Schulen im Kreis zum Thema Klimaschutz austauschen und haben dies auch hervorragend gemeistert. Das Naturschutzprojekt Bienwald zum Schutz unserer herausragenden Artenvielfalt fand seinen offiziellen erfolgreichen Abschluss. Und gemeinsam mit unseren französischen Nachbarn waren unsere Feuerwehren und unser Katastrophenschutzzug im Einsatz, um gemeinsam zu üben, wie man Waldbrände optimal bekämpfen kann. Zum Einsatz kam dabei auch ein Löschhubschrauber, der in diesem Sommer allerdings Gottlob nicht benötigt wurde. Sehr viel positive Rückmeldung haben wir für unsere nachhaltige und konsequente Verkehrspolitik erhalten. Die ständige Optimierung der Busfahrpläne fand dabei ebenso viel Zuspruch wie unsere Anstrengungen in Sachen Reaktivierung stillgelegter Verbindungen, wie beispielsweise von Landau nach Germersheim, sowie die Elektrifizierung von Bahnstrecken. Hervorragend angenommen wurde auch unsere erste große Online-Bürgerbeteiligung, als es darum ging, ihre Meinung zum Thema gelber Sack oder gelbe Tonne zu hören. Unsere Partnerschaft mit dem polnischen Landkreis Kotoszyn haben wir bei einem Besuch vertieft und haben gemeinsam festgestellt, dass solche Partnerschaften auf kommunaler Ebene in Krisenzeiten wie jetzt besonders wichtig sind. Deshalb, bei allen, die sich aktiv für unsere Gesellschaft eingesetzt haben, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Und noch ein Wort in eigener Sache. Wie Sie wissen, werde ich mein Amt als Landrat zum Jahresende 2024 vorzeitig niederlegen und so den Weg für eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger freimachen. Somit ist dies wohl der letzte Weihnachtsgruß, den ich an dieser Stelle in der Funktion als Ihr direkt gewählter Landrat veröffentlichen darf. Bis dahin liegt ein gemeinsames Jahr vor uns, welches wir wie gewohnt aktiv angehen werden. Ihnen, meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, wünsche ich eine friedliche Weihnachtszeit, Gesundheit, schöne Momente der Besinnlichkeit und Entspannung im Kreis Ihrer Lieben und einen guten Start in das neue Jahr 2024. Sie wissen, wir leben in einer wunderschönen Region mit den besten Voraussetzungen und haben trotz aller Herausforderungen allen Grund, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Gemeinsam schaffen wir das. Deshalb wünsche ich Ihnen von Herzen frohe Weihnachten und alles Gute für Sie und Ihre Liebsten.